erstmal reparieren, bevor wir bauen. So, dann haben wir auch schon mal 4 Apartments. Also wenn das jetzt fertig ist. Wir können uns ja noch andere Lizenzen mal holen. Ja. Das zum Beispiel. Bei denen geht das nicht. Bei denen ist nur Brandschutz. Was heißt nur, aber... reparieren bitte. Ich hoffe, das bringt es irgendwo ein bisschen... Kann ich das leider nicht geben. Auch nicht. Aber Internetcafé könnte man zum Beispiel machen. Machen wir auch. Einmal Materialien beschaffen. Ich meine, wir sind ja schon gut dabei mit 22.000 Einnahme. Klar, da wo wir jetzt gerade noch dran waren, könnten uns aber noch mal ein paar Arbeiter besorgen. Na, dann mal hier auch Brandschutz. Ach ja, Brandschutzsystem muss ich noch haben. So, die haben alle Internet, die haben alle ihre Blümchen. Ich würde sagen, wir können hier auch noch mal einen Park errichten. Natürlich dann... weil natürlich kein freier Mitarbeiter da ist. So, komm. Die Leute warten darauf, dass repariert wird. So, und dann holen wir uns noch Brandschutzsystem. Und Sicherheitssystem. Alter, was ist denn jetzt hier los? So, Brandschutz, 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 Brandschutz. Sicherheitssysteme. So, das können wir jetzt auch machen. Und einmal reparieren. 26.000. Wir müssen jetzt aber auch ein Apartment bauen. Ist leider so. Hier können wir leider nichts machen. Ja, und das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist halt aufwerten. Aber das geht aber noch.
So. Oh, da ist noch was kaputt. Das nächste kaputt. Aber dann kriegen wir alles irgendwie in den Griff. Heute noch zwei Arbeiter. Reparieren. Und einen Stern. Du kriegst auch noch einen Stern. Dann haben wir die ja schon mal mit drei Sterne. Versehen. Wo? Da unten. Nein! Oh, ich habe schon gedacht, ich reiß den Scheiß jetzt wieder ab. Das wäre uncool gewesen. Erstmal reparieren. Reparieren. Alter! Gut, dass wir so viele Mitarbeiter oder Arbeiter haben. Ich glaube, das hat uns gerade so ein bisschen den Hintern gerettet. Perfekt. Naja. Klar, gerade fertig geworden und... schon kaputt gehen. Da auch. Jetzt geht hier was kaputt. Ah, das kann man aber noch reparieren. Das ist sehr gut. Hier können wir noch einen Stern vergeben und hier auch noch. Jetzt müssen wir warten. Ah, haben wir das schnell hinbekommen. Und auch hier müssen wir jetzt reparieren. Oh, Alter. Also. Ich bin immer so fleißig am Reparieren. Wir haben über 1 Million. Ach ja, die brauchen ja auch noch Internet. Das machen wir jetzt direkt mal. Ein Feuerlöscher bekommen die logischerweise auch noch. Du musst jetzt repariert werden. Nachdem du voll ausgestattet wurdest. So, auch hier bekommen wir noch einen Stern hin. Das haben wir, das haben wir. Hier, das können wir aufwerten. Da haben wir jetzt 3 Sterne. Alles klar, mal geschafft. Oh, ich danke dir. Es ist schön zu sehen, dass wieder Leben in der Stadt in die Stadt einkehrt. Jo. Und eine Trophäe mal erhalten. Und dann machen wir weiter mit 14. Meine nächste Aufgabe ist der vorherigen sehr ähnlich. Ich brauche mindestens 10 Apartments, jedes davon ausgebaut. Doch das ist noch nicht alles. Du musst auch für eine hohe Zufriedenheit sorgen. Das ist viel verlangt, ich weiß. Traust du dir das zu? Mhm. Wir haben ein kleines Häuschen. 612 Mitarbeiter, 60.000. Was haben wir hier? Alter Häuserblock. Der sieht jetzt aber nicht gerade so idyllisch aus. Altes Haus, okay. Also, wir brauchen 10 Apartments. 20 Arbeiter, 10 Apartments, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne? 1, 2. Hier können wir auch Apartments bauen. Das können wir auch machen. Warte nochmal. 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier können dann Geschäfte hin. Aber wir haben jetzt gerade nur eine Einnahme von 500. Wir sollten uns da, glaube ich, doch mal ein bisschen beeilen. Und jetzt mal Materialien. So, eine Post haben wir, aber das immer noch minus. Leider. Gut, kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, machen wir hier oben. Noch kein Apartment, nein. Bevor wir ein Apartment bauen, müssen wir noch andere Sachen erledigen. Ein Einkaufscenter oder so einen Supermarkt können wir schon mal machen. Das machen wir auch mal. Aber den kriegen wir nicht weg von dem minus 4. Okay, dann machen wir nichts. So, wir brauchen jetzt auch noch 12 Mitarbeiter, aber wir brauchen noch Materialien. Das müssen wir uns einmal besorgen, definitiv, sonst stehen wir hinterher auf dem Schlauch. Weil wir haben jetzt zwei große Gebäude gebaut, ne? Einmal die Post und einmal den Supermarkt. Und das müssen wir mit einkalkulieren, dass die kaputt gehen. Obwohl, es gibt ja Einnahmen, ne? Klar, 1, 2, 3, 4, zack. Aber ich kann die auch nicht irgendwie... Doch, ich könnte die abreißen. Aber will ich das? Will ich das abreißen? Das sind immerhin 40 Einnahmen, ne? Die wir jetzt noch momentan dazu haben. Aber früher oder später müssen wir die abreißen. Denn wir brauchen 30 Gesamtzufriedenheit. Und das schaffen wir nicht, weil wir die alten Häuser hier stehen lassen. Das ist jetzt gerade so eine kleine Zwickmühle. Das ist jetzt gerade echt eine Zwickmühle. ...20 Arbeiter brauchen wir auch noch. Ja, ich weiß es nicht. Na, die minus 4 hauen ja schon rein. Aber wir kriegen nur 900 rein. Wenn wir das abreißen würden, wenn wir mehr bekommen, ne? Ja, wir reißen das olle Teil jetzt mal ab. Hat immer noch minus 4. Schade. Minus 3 hat er jetzt, okay. Ja, alles andere können wir noch nicht bauen. Da brauchen wir 14 Mitarbeiter. Und das Problem ist, hier können wir auch keine Gebäude hinstellen. Das heißt, weil das gibt ja auch schlechten Karma. Das heißt, hier müssen wir Parks hinbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann hat man die 10 Apartments. Dann nehmen wir das hier oder hier in dem Bereich. Aber hier muss Grünfläche hin. Und 4 Häuser, die auf 3 Sterne ausgewertet sind. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt haben wir erstmal 40.000. Da können wir uns nochmal wieder Mitarbeiter jetzt leisten.
Ja, Häuser und Apartments. Dann machen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das reißen wir auch ab. Ja. Später dann aber, na nicht jetzt. Nein! Bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Also, nicht auf den falschen Knopf, aber das wollte ich jetzt natürlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich noch länger warten. Ich kann das nicht alles abreißen. Das sind Einnahmen, die wir haben. Das kann ich nicht bringen. Auf der einen Seite könnte ich hier ein mittleres bauen. Machen wir hier mittlere hin. Was kostet denn mich ein Stern? 16, dann machen wir das mal. Okay, erhöht sich immer um 8. So, dann haben wir das schon mal. Ich glaube, wir lassen das erstmal mit den Mitarbeitern. Wir holen uns nochmal Materialien. Und dann bauen wir ein mittleres Wohngebäude. Damit wir mehr Geld bekommen. Weil das bringt sonst alles nichts. Wir kommen sonst nur zu schleppend an Geld dran. Ich habe mich natürlich jetzt leider einmal hier verklickt. Das hat vielleicht ein bisschen doof gelaufen. Aber das sind jetzt halt schon mal 600, die wir mehr, oder 1000 schon bald, die wir mehr kriegen. Das würde ich sagen, ist schon eine Menge. So, noch einmal. So, die haben wir auch schon auf 3. Hier bauen wir jetzt auch noch ein mittleres hin. Wir haben ja bald die 20.000 wieder voll. Oder haben wir jetzt voll. So, dass wir was in Hinterhand haben. Wenn wieder irgendwas kaputt gehen sollte. Der ist jetzt schon mal neutral. Was haben wir denn alles? Okay. Na, weil das ist Geld. Ist klar, es gehen Materialien weg, aber wir haben Geld. Und das ist sehr wichtig. Denn sonst.